So, ein wunderschön. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, doch nur eine Folge pro Tag, einfach weil es mir gesundheitstechnisch gerade nicht so gut geht. Ich sage nur drei Worte. It's Corona Time. Beziehungsweise, wenn die Folge online kommt, wahrscheinlich schon nicht mehr. Oder dann absolute Epidemie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Fühle ich mich jetzt so schon nach zwei Folgen aufnehmen schon so ein bisschen so, ich will sterben. Von daher denke ich mal, zwei Folgen pro Tag muss ich mir jetzt gerade gesundheitstechnisch nicht antun. Das wäre nicht gesund. Da schone ich mich lieber ein bisschen. Nehme ein bisschen vorauf. Und lass es mir dafür die anderen Tage lieber ein bisschen ruhiger gehen, ein bisschen geschilderter gehen. Ja. So, und was wir jetzt in der Folge machen, ist, wie gesagt, mal zu unserer Nachbarinsel da drüber rüber gehen. Da, wo wir schon die kleine Brücke hingebaut haben. Und diese Insel mal ein bisschen einplätten. Das heißt, wir werden brauchen auf jeden Fall eine Schippe. Wir haben sogar eine. Und ganz viel Baumaterial. Okay, wir gehen erstmal zum Lager und lagern mal ein bisschen aus. So, du kannst rein, du. Du auch, du kannst rein. So, okay. Ansonsten, Holz haben wir hier noch keins, oder? Nee. Gut, dann nehme ich das Holz erstmal wieder mit. Und packe ich das mal drüben irgendwo hin. In unsere wunderschöne Holzkiste. Achso, halt. Wir brauchen ja auch Stein für unser Hotel. Gut, dann nehme ich den Stein vielleicht doch erstmal mit. Ich räume am besten gleich mal hier hinten in unserem Ofen aus. Ich meine, man kann aus dem Ofen, glaube ich, nicht rausnehmen, wenn er im Protect-Bereich ist. Aber sicher. Man muss ja nicht erst auf blöde Ideen kommen, ne? So, wir werden aber wahrscheinlich noch viel mehr brauchen. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. Oh, drei Stacks sollten reichen. Ja. Ein bisschen Gestein werden wir auch noch durch Abbauen bekommen. Aber wir müssen da erstmal ein bisschen was abtragen. Die Frage ist, ich weiß auch noch gar nicht, wie groß ich das Hotel überhaupt baue. Da werden wir erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Erstmal gucken, wie groß die Insel überhaupt ist. Auf welche Höhe wir sie abtragen. Ja, und all das. So, Holz. Du kommst weg und du kommst zurück. Tada. Okay. Du kommst auch weg. Moment mal, hatten wir nicht Setzlinge hier hinten? Oh doch. Dann nehme ich die mal hier wieder raus. Weil derzeit haben wir hier mehr Platz. So, ungefähr. Okay. Genau, Schippe haben wir dabei. Spitzhacke repariere ich gleich nochmal. Replacement Tool brauchen wir erstmal nicht. Der ganze Kletterradatsch kann hier rein. Glas kommt da oben rein. Dann brauchen wir den Hammer. Einmal ungefähr so. Dankeschön. Und dann gehen wir mal hinten rüber. Ein Schweinchen, oh, wie süß.
Sind alle unsere Tiere da hinten irgendwo? Ich sehe so wenige Namen. Naja, wer weiß. So, sinnvoll wäre das ja eigentlich, das Ganze hier auf die Höhe abzutragen, wie hier die Brücke ankommt. Und ganz ehrlich, hier ist es auch relativ eben auf der Fläche. Ich glaube, wir machen das direkt auf der Höhe. Ja, doch. Dann fangen wir einfach mal so direkt an. Ich würde auch gerne erstmal die ganzen Bäume hier abschlagen. Es war schade um hier um diese idyllische Landschaft jetzt, aber ich meine, wir haben da hinten hoffenweise Idylle, wir haben da noch hoffenweise Idylle, von daher, wenn hier die Insel ein bisschen drunter leidet. Ich versuche die Bäume, also die bei dir erstmal da zu lassen. Boah, Alter, die Schippe ist viel zu schnell. Damit der Rechner hier nicht so auffeult. Ich bin entzückt, wie schnell diese Schippe ist. Und so schnell wie die ist, weiß ich jetzt schon, dass sie garantiert wieder kaputt geht, noch bevor wir es merken. Das wäre wieder so ultratypisch. Okay. So scheiße schnell. Ist aber auch schon wieder fast kaputt, ne? Also, wie ich sagte, zweischneidiges Schwert. Was man eigentlich, weiß ich mal, was ich mir mal installieren müsste, wäre so eine Mod, wo immer wenn das Tool fast kaputt ist, wo dann immer so ein akustisches Signal kommt mit Achtung, dein Werkzeug wird gleich brechen. Damit wir mal immer ein bisschen gewarnt sind quasi, so schnell wie das immer geht. Das ist halt wie gesagt das Problem bei dieser Rainbow, bei diesen Rainbow-Werkzeugen. Die halten leider nicht allzu lange. Genauso wie der Hammer. Aber gut, das ist ja meine eigene Verantwortung. Das habe ich ja. Habe ich ja selbst so eingestellt. Und schon ist der Hammer auch weg. Er war so jung. Ich habe übrigens jetzt, ne, ich gucke jetzt seit kurzem, also ich gucke ja viele Animes, aber jetzt vor kurzem auch durch die Schule. Ich ein Anime jetzt zum zweiten Mal, aber diesmal richtig. Also zum ersten Mal richtig. Und zwar muss ich überlegen, wie heißt denn der? Verdammt! Genau. The Seven Deadly Sins. Geiler Anime. Warum ich das zähle? Da gibt es so eine Szene in der ersten Staffel. Das Problem ist, wenn ich das erzähle, wäre das dann Spoilern? Ich weiß ja nicht. Eigentlich schon, ne?
Aber egal, auf jeden Fall ist es so eine Szene, dass du ein kleines weißes Mädchen und der ist so ein erwachsener roter Typ. Und dieser erwachsene Typ, der trifft halt das kleine Mädchen. Und das kleine Mädchen ist so eine Beschützerin von unserem Baum. Und die stirbt. Und der Typ. Wenn ich das jetzt erzähle, ist es definitiv Spoilern. Auf jeden Fall, ja, um ihn zu retten, weil der Typ auch stirbt, steckt sie ihm einfach ihre Zunge in den Hals. Ein kleines neunjähriges Mädchen einem erwachsenen Typen. Einfach mal die Zunge in den Hals. Und sabbert ihm in den Rachen. Wo ich mir nur so denke, okay, was soll denn passiert hier? Ja. Also der ganze Anime ist ein bisschen total verrückt. Also der Protagonist ist eher so Donald Trumps Kaliber, ne, mit Let's Grab the Pussy. Also wenn jemand so ein bisschen, ne, so versautere Animes mag, die so ein bisschen, also jetzt natürlich nicht so wie klassischer Hentai, sondern eher so auf die witzige Art und Weise, also Comedy-Anime halt, den kann ich den Anime echt nur empfehlen. Der ist schön. Außerdem gibt es da eine Riesin, also eine weibliche Person, die einfach mal so groß ist wie so ein, ja, weiß nicht, fünfstöckiges Familienkomplex, und meine Stimme ist kaputt. Und ja. Sieht geil aus. The Seven Deadly Sins, geiler Anime. So, ich würde mal sagen, ich baue mir gleich mal ein paar mehr von meinen Chippen. Dann muss ich nicht immer darauf achten, dass die nicht kaputt gehen, weil ich meine, wir haben ja hier ein bisschen was von dieser Rainbow Ore und diese Schuppen, die kosten nur immer ein. Andererseits ist halt auch irgendwie, ne, die Sache ist halt, sparen wir lieber hiervon oder sagen wir, okay, wir versuchen die Schuppen so lange wie möglich zu erhalten und verschwenden dafür lieber Stahl. Ich meine, gut, von Stahl haben wir mittlerweile auch ein bisschen viel, aber ich meine, wir haben gerade mal hier, ne, nicht so viel. Und da haben wir von dem fast genauso viel. Also, deshalb jetzt die Frage. Wie machen wir das am dümmsten? Ich mache erstmal so und dann kann ich während ich abbaue überlegen, ob wir die Schuppen nach und nach kaputt machen. Oder ob ich wirklich immer dahin hinten hinrenne und die heile mache. Was nicht immer funktionieren wird, so wie jetzt gerade, wo ich es vergessen habe und die Schuppe einfach kaputt gemacht habe. Das war nämlich nicht geplant. Ja. Mir ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, wenn ihr so Lust habt und ein bisschen, entweder wenn ihr Animes mögt und sowieso Animes guckt, oder aber wenn ihr noch gar nicht so Anime begeistert, also oder noch gar nicht so viele Animes kennt und einfach mal Animes gucken wollt, guckt The Seven Deadly Sins. Gibt's auf Deutsch, gibt's auf Netflix, glaube ich. Ich gucke ja persönlich nicht über Netflix, ich habe meine eigenen Quellen, wo ich sie mir auch downloade. Weil, wenn ich Filme gucke, habe ich sie gerne auf Festplatte. Ich mag es nicht, Filme zu streamen. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, mir gehen diese ganzen Streaming-Anbieter mittlerweile echt hart auf den Sack. Ja? Ich meine, ich muss zugeben, die Methode, die ich derzeit benutze, ist nicht ganz legal. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe es legal versucht.
Ich habe Legalfilme geguckt, aber alle legalen Methoden haben mich nach und nach vergrault. Es ist halt einfach so. Und wenn ich zum Beispiel ein Netflix-Abonnement habe und dann Disney kommt und sagt, okay, wir machen jetzt unsere eigene Streaming-Dienstseite auf, wo wir alle Filme, die von uns sind, also alle Disney-Filme zum Beispiel, nur noch über unsere Streaming-Seite geguckt werden können. Dann muss ich also auch mit Disney ein Abo abschließen. So, und dann kommt der nächste, weiß nicht, dann kommt, keine Ahnung, der nächste Publisher und sagt, okay, wir machen auch unsere eigene Streaming-Seite auf. Und irgendwann brauchst du, um Filme zu gucken, 10.000 Abos, damit du wirklich alle Anbieter abgedeckt hast. Und dann denke ich mir so, nee, danke, könnt ihr euch mal schön selbst verarschen. Und dementsprechend beziehe ich halt meine Animes oder Filme allgemein lieber eher von dubiosen Seiten, wo ich sie mir einmal downloade und dann alle bei mir lokal habe. Zum einen habe ich den Vorteil, dass ich nicht 20 Abos ha haben muss, die ganze Zeit irgendwo rumlaufen und mich mit Werbung zu texten. Und zum anderen habe ich halt auch den Vorteil, dass wenn ich die lokal bei mir habe, kann ich mit den Dateien quasi machen, was ich möchte. Das heißt, ich kann sie auch wunderschön konvertieren, um sie auf mein Handy zu kopieren oder whatever damit zu machen. Ich bin halt frei, Motherfucker. Ja. Aber gut, da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er den legalen Weg benutzt und sich von der Industrie ficken lässt, weil was anderes ist das nicht mehr. Sorry, ihr könnt mir nicht sagen, dass das, was die dann machen, gesund ist in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, ich hab's legal versucht, aber wenn man auf legalen Wegen immer nur gefickt wird, muss ich nicht haben. Sorry. Oh Mann, den halben Berg haben wir schon abgetragen, oder? Wie groß ist denn der eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht, wie groß der ist. Oh doch, kommt gut hin. Aber oh, wir haben sogar schon mehr als die Hälfte abgetragen. Doch, könnte gut sein. Könnte tatsächlich gut werden. Sehr schön. Oh Mann, Alter, das ist aber echt eine Menge hier. Ja, die kann klar, wie gesagt, die ganzen Bäume werde ich natürlich auch noch abschlagen, keine Frage. Nur, das mache ich dann separat. Genau. Okay, ich repariere die Schippe mal. Wobei, da müssen wir jetzt mal wieder einen Hammer bauen. Ah, nee. Ah, doch. Schon wieder verhungert hier? So, Hammer. Brauchen wir Eisen für. Nee, danke. Wie viel Eisen haben wir jetzt überhaupt noch? Das ist Zinn. Oh, siehst du, so viel Eisen haben wir nämlich gar nicht mehr. Wir haben bloß noch 5 Stacks ungefähr. Meine, klar, 5 Stacks ist schon ein bisschen was, aber wenn man mal bedenkt, wie viel wir immer für die Hammer brauchen, da brauchen wir immer gleich 18 Stück mit einmal. Das ist schon eine Hausnummer. So. So. Dankeschön. Gut, dann laden wir auch gleich mal unsere Taschen aus hier ein bisschen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du auch erstmal. Du kommst weg. Oh, sieht gut aus. So. Bam, bam, bam. Sehr schön. Okay. Volle Fahrt voraus. Oh, sieht doch schon gleich viel geräumiger hier aus. Gar nicht mal so schlecht.
Das Gleiche kenne ich aber auch von anderen Sachen. Ne? Ich meine, ich bin ja auch so ein kleiner Retro-Spieler und da ist es halt genauso, weißt du? Früher bist du es halt gewohnt, okay, du hattest halt irgendwo ein Spiel. Also wenn du jetzt, weiß nicht, Gameboy gespielt hast, dann hattest du halt dieses Gameboy-Cartridge und damit konntest du halt Gameboy spielen oder aber du konntest zum Beispiel diese Cartridge auslesen. Da hattest du eine ROM-Datei, die konntest du dann damals in den Emulator laden, konntest damit auch unterwegs auf dem Handy das Gameboy-Spiel spielen, solche Sachen halt. Aber mittlerweile gibt es die ganzen Möglichkeiten ja gar nicht mehr. Entweder du holst das ROM, das ist aber illegal, oder du bleibst auf der legalen Art und Weise. Na, du kriegst aber keine ROM, sondern kriegst immer nur irgendwelche Programme, die dann Closed Source sind. Und dann hast du halt dein eigenes kleines Programm, das kannst du zum Beispiel auf Steam spielen und sonst nirgendwo. Das heißt, wenn du irgendwo bist, wo du keinen Internetzugriff hast oder halt, weiß nicht, ja, eben unterwegs mobil spielen möchtest, wie gesagt, halt ohne Internet, wo du kein Internet hast, weil ich bin halt in Berlin, oder also ich bin halt in Deutschland und Deutschland ist eher so Internet nicht so sehr vertreten. Dann bist du angearscht. Deswegen, du bist mittlerweile echt fast darauf angewiesen, oder du wirst mittlerweile echt dazu gedrängt, illegale Sachen zu machen, weil du von den legalen Alternativen einfach nur vergrault wirst. Das ist halt irgendwie traurig. So. Aber naja. Ich weiß auch noch damals, ich hatte mir damals eine Blu-ray gekauft gehabt zu The Fast and Furious 8. Und ne, die gab es natürlich nur mit Lila. Und wenn mir jetzt das Wort Lila nicht sagt, ja, ist ja auch kein Wunder. Oder Violet. Das war mal ein Streaming-Anbieter, mit dem konntest du quasi auf mobilen Endgeräten halt Filme gucken, die du gekauft hast. Das heißt, du hattest damals eine Blu-ray gekauft, in der Blu-ray war da ein Code drinne. Diesen Code konntest du dann auf der Seite eingeben und konntest dann quasi über die Webseite auch den Film gucken und nicht nur über die Blu-ray. Ja. Und was hat das gebracht? Ah ja. Wie gesagt, es gab für mich nur diese Blu-ray mit dem Violet-Code. Eine andere Blu-ray gab es nicht, also ohne Violet-Code gab es nicht. Das heißt, ich musste extra für diese Kacke für 10 € draufzahlen. Mit dem Ziel, dass jetzt vor kurzem Violet den Dienst eingestellt hat. Das heißt, ich habe den Code nie gebrauchen können. Und selbst wenn ich den irgendwo gebraucht hätte, angenommen, ich hätte jetzt wirklich davon Gebrauch genommen und gucke den Film halt mobil über diese Seite. Ah. Die Seite gibt es nicht mehr. Das heißt, ich habe einen Film gekauft, ja, habe aber jetzt keine Zugriffsmöglichkeit mehr darauf. Und sowas darf es meines Erachtens nach nicht geben. Also, vielleicht sind da meine Ansichten ein bisschen verkalkt, okay, kann sein, aber meines Erachtens nach, wenn man etwas kauft, dann möchte ich auch dauerhaft Zugriff darauf haben. Und bei Streaming-Seiten ist das halt nicht gegeben. Weil A kannst du halt Streaming-Seiten nur dann streamen, wenn du Internet hast, zum Stream. Und zum anderen bist du halt von diesen Seiten abhängig. Jetzt habe ich wieder meine Schippe kaputt gemacht. Alter, was ist denn los hier? Was für eine Verschwendung. Ja. Ich sollte weniger reden, kann das sein? Ja, doch, hier können wir richtig schön ein kleines Hotelchen drauf bauen. Das sieht gut aus.
So, und jetzt nochmal hier die letzte. Der letzte Abtrag, Auftrag. Oh, ich bin voll. Warum sagt denn das denn keiner? Und meine Schippe ist schon wieder fast kaputt. Na gut, dann können wir gleich mal zum Lager laufen. Und zum einen mal unsere Schippe wieder reparieren. Upsala. Und zum anderen aber gleich mal hier ein bisschen Salz wegbringen. By the way. Übrigens kam auch mittlerweile schon das Announcement zu dem 24. Detective Conan Film. Da freue ich mich auch schon drauf. So, gucken wir mal nach da. Und dann bringen wir mal nächste Folge erstmal den ganzen Dirt weg. Und dann, ja, geht's weiter. Aber wir sind relativ weit vorangekommen. Muss man schon mal so sagen, ne? Nice. Na gut, bis dann. Nicht da. Da bitte.